Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Circle of Kerzoven, der dritten und vermutlich letzten Folge, nehme ich an. Denn vielleicht haben wir ja dann die Demo ausgereizt, ich weiß es aber nicht. Vielleicht ja auch noch nicht. So, erstmal muss jetzt ein paar Sachen gebaut werden, zum Beispiel die neue Hütte, damit es sich auch lohnt, neue Leute aufzunehmen, denn momentan sind wir bei minus eins. Also einer ist obdachlos. Dann versuchen wir gerade das hier zu bauen, da brauchen wir noch ein bisschen Holz. Okay, werden wir schon noch zusammenkriegen. Aber gerade läuft es eigentlich ganz gut. Essenstechnisch stehen wir ganz gut da, würde ich mal behaupten. Was schön mit den Gartengemüse, ne? Das sind sogar verschiedene Dinger. Sehr hübsch. Na gut, das kann auch nicht geerntet werden, weil auch hier fehlen Bretter. Ach Mensch. Okay, Bretter fehlen scheinbar überall. Und hier, ja, Bretter über Bretter. Na gut, aber wir sehen schon, es wird schon weniger. Naja, warten wir mal noch kurz. Ja, der arme Nils hat den längsten Arbeitsweg von allen. Da muss hier hinten nämlich das Zinn holen. Und ich glaube, es wird gar nicht, das ist gar nicht das, was wir eigentlich brauchen, ne? Am Ende. Ich weiß es nicht, ob wir dann aus Zinn auch Werkzeug machen können. Mal sehen, ob das reicht. Naja, schauen wir mal. Ansonsten wollte ich auch mal gucken, ob wir das erhandeln können. Da muss ich auf unserem Markt, ne? Handel. Neuer Eintrag. Das ist das, was wir weggeben könnten, ne? Aber da weiß ich nicht. Mit weggeben bin ich immer ganz vorsichtig. Hier müsste das dann sein, ne? Kupferbarren könnte man erhandeln. Okay. Auch dieses Bronzeteil, was wir gesehen haben, was wir für diesen Schrein bräuchten, könnten wir uns hier erhandeln. Kostet aber 60. Glasarbeiten. Steinarbeiten. Schön. Sehr hübsch. Aber auch alles teuer. Also wir haben halt auch nur 100 Gold. Also wir müssten wirklich auch was weggeben. Wasser zum Beispiel könnten wir. Also Wasser haben wir wirklich in Massen. Machen wir das? Wir wollen ja nicht alles loswerden. Das ist schon die Menge hier, ne? Denke ich mal. Wie viele andere Märkte kaufen wollen? Wie viele andere Märkte verkaufen wollen? Also kaufen will das eigentlich keiner, sehe ich das richtig? Wie viele hätten wir? Sehr viel. Was sage ich hiermit? Weniger nicht verkaufen? Ich bin mir unsicher. Mal gucken. So, der neue Eintrag. Was hätten wir noch sehr viel? Gras. Aber Gras brauchen wir auch vieles. Nicht so. Okay, wir gucken mal anhand des Wassers, wie es überhaupt funktioniert, würde ich erstmal sagen. Also wir werden ja sehen, ob wir dann hier irgendwie mehr Gold haben oder nicht. Ja, doch ein bisschen. Seht mal. Okay. Und nun? Sehe schon. Kann mehr machen. Machen wir mal 500. Also ich hoffe halt, dass... Warte mal, die Händler werden Güter verkaufen, solange sie sich über der Schwelle befinden. Achso, dann geht's sogar so. Also so glaube ich, ne? Oder? Mal gucken. Hauptsache, wir sind halt nicht nachher ohne ganz ohne Wasser da, aber das glaube ich nicht. So, wie sieht's denn aus mit unseren Sachen? Der Bauernhof ist fertig. Oh, da arbeiten aber viele. Sehr, sehr, sehr viele. Na gut, wenn die das noch alle nebenbei schaffen. Hier arbeitet auch Ronja nochmal. Also Ronja hat mir ein bisschen sehr viel zu tun, ehrlich gesagt. Oh, wir haben drei neue Plätze frei. Also, ja, für Bronze und Bronzewerkzeug braucht man natürlich Bronze. Zinnbarren ist schon mal okay. Aber wir brauchen Bronze. Also Kupferbarren, meine ich. Okay, dann nochmal Markt. Bronze. Wo ist er denn jetzt? Aber den wollen wir jetzt haben. Aber wie sage ich denn, dass ich ihn haben will? So? Mal gucken. Ich sag mal, wir wollen das haben. Wie teuer sind die? Okay.
Okay, mal gucken. Also wir haben halt sehr viel Wasser, das würde ich halt schon gern loswerden. Eigentlich mehr als das. Bin ich ganz sicher. Also ich weiß gar nicht, wie das gemacht wird. Bei dem einen will ich es kaufen. Also hier hoffe ich, dass jetzt quasi gefüllt wird. Aber was heißt das denn? Ach! Ach Mensch, die Händler werden Güter kaufen. So, und hier verkaufen. Okay, verstehe. Halt. Aber das geht so nicht. Hä? Okay, muss man irgendwie so machen? Wieder kaufen will ich nicht. Okay, dann müsste es jetzt so stimmen, hoffe ich. Okay, wer lesen kann, ist auf jeden Fall klar im Vorteil. Ich weiß nicht, ob das aktualisiert wird, wenn ich in dem Fenster bleibe. Hm, vielleicht nicht. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier irgendwie Bronze rankriegen. Hm. Na, irgendwie nicht. Verkauft das niemand oder mache ich es falsch? Also ich verstehe nicht, warum ich das nicht über das schieben kann. Warum kann ich nur das Werden verkaufen und hochschieben? Also ich müsste doch das Kaufen über das Verkaufen schieben. Die Händler werden Güter... Ich verstehe es echt nicht. Ich bin zu doof dafür. Also hier scheint es ja zu klappen. Und da haben wir das Kaufen nämlich ganz links. Weil wir wollen es ja nicht kaufen. Und hier... würde ich gerne das Kaufen halt hochschieben. Aber geht nicht, weil irgendwie nur das hochgeht. Die Händler werden Güter verkaufen, solange sie sich über der Schwelle befinden. Hm. Ich werde kaufen. Hm. Also ich glaube schon, dass es richtig eingestellt ist. Aber irgendwie kaufen wir es trotzdem nicht. Wartet mal. Können wir noch mehr entdecken? Hier wäre noch einer zu entdecken. Was ist mit dem hier? Szenario? Okay. Hm. Ich weiß es nicht. Oh nein, jetzt habe ich das Fragezeichen weggemacht. So. Wo sind meine Sachen? Huch, wo bin ich denn jetzt? Hi. Kann ich bitte wieder nach Hilz? Okay, irgendwie bin ich gerade in dem anderen Dorf gelandet. Okay, die hatten gar nichts. Oh, krass. Habt ihr das gesehen? Wir müssen doch, mal doch hier die Bronze rankriegen. Ja, hier ist immer noch niemand. Okay. Hm. Also, Geld haben wir an sich genug. Das kann es nicht sein. Oder weil wir jetzt nicht genug für direkt 10 haben. Machen wir mal weniger. Machen wir mal 4. Mal sehen, ob es was ändert. Hm. Wir haben Valley entdeckt. Hm. Valley. Nein, ich will da nicht hin. Ja, mit denen können wir scheinbar nicht handeln, mit Wally. Oh, da brauchen wir für alle 100 Brot. Wow. Jetzt gib mir doch mal die blöden Dinger. Das gibt's doch nicht. Ach, irgendwas mache ich falsch. Das Problem ist, wir kommen nicht weiter, wenn ich jetzt die Bronze-Dinger nicht kriege. Kaufe die benötigten Ressourcen auf dem Marktplatz, erledige Aufträge, baue sie selber ab durch Expansion auf diplomatischen Weg oder gründe eine neue Siedlung, indem du Leute über das Anfragenmenü auf eine andere Karte schickst. Was? Will ich doch gar nicht. Warte mal, wir haben ja da hinten noch eine Mine. Ist das zufällig Bronze? Okay, da komme ich aber gar nicht hin. Nee, ist auch Zinn. Da komme ich auch nicht hin. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Verdammt.
Also irgendwie gekauft wird es einfach nicht. Und ich weiß nicht warum. Ist vielleicht der Julian einfach nicht? Na doch, der ist sogar mit Nummer 1 da beschäftigt. Hätte ich jetzt gesagt, vielleicht ist der einfach nicht da. Boah, wir haben mittlerweile 4000 Wasser. Also das auch. Warum wird auch das Wasser nicht verkauft? Verstehe ich nicht. Was ist das? Oh. Ups. Hem. Hey, jetzt steht hier, ich hätte gar kein Wasser mehr? Ich... Ah doch, okay. Guck mal, bei dem Bronze, da ist auch gar nichts da, ne? Das sieht man ja, da ist ja überhaupt... Weil wir kein Bronze haben, ja. Ist das das Problem? Mache ich das falsch? Muss das so sein? Denke ich falsch? Mal gucken. Ob es jetzt klappt. Wir gucken mal hier oben einfach in der Liste. Das updatet sich wenigstens auch. Glaube ich. Was? Da stand gerade irgendwas mit Feldhase. Kann es aber nicht so schnell lesen. Hm. Da geht einfach nichts. Das ist irgendwie auch nicht. Ich mach mal so. Also eigentlich ist es ja kaufen bis 6. So wie ich das verstehe. Aber es wird halt nicht gekauft. Warum, weiß ich nicht. Das Geld haben wir, also das ist nicht das Problem. Ich kann halt auch nicht sagen, jetzt kaufen. Das scheint irgendwie auch nicht zu gehen. Okay, Leute, irgendwie das funktioniert nicht. Also es wird einfach nicht gekauft und ich glaube aber, wir haben es richtig eingegeben. Also ich wüsste nicht, was jetzt das Problem sein sollte. Ehrlich gesagt. Und was anderes kann ich halt einfach nicht machen, als mit diesem Marktplatz das genau so machen. Also was anderes fällt mir zumindest nicht ein. Bisschen doof. Bisschen sehr nervig, dass das jetzt einfach nicht funktioniert. Ich kann halt leider auch nichts anderes machen. Doch, ich kann das da bauen. Die Schankstube. Komm, bauen die mal die Schankstube neben die Feuer, den Feuerplatz. Das ist aber teuer. Okay. Hm, den hatten wir hier gerade neu. Nee, nee, jetzt ist zu weit weg. Der André arbeitet hier. Das müssen wir machen. Ja, schade. Schade, schade, schade. Also ihr seht's ja, ne? Also ich denke schon, dass die eigentlich Kupfer kaufen müssten. Aber es einfach nicht getan wird. Ich kann ja auch nicht okay machen oder so. Also ich meine, das Wasser wurde ja auch selbst verkauft. Ihr seht ja auch, dass wir Gold bekommen haben. Warte mal, wenn ich das auf Prio 1 mache. Vielleicht, weil er die ganze Zeit mit dem Wasser beschäftigt ist. Vielleicht, wenn das jetzt Prio 1 ist. Vielleicht macht er denn eher den Kauf. Liegt da ein toter Hirsch? Oh nein. Oh. Ist so traurig. Hm, passiert nichts, oder? Nö. Also jetzt habe ich sogar auf Prio 1 und dennoch nicht. Also und eigentlich ist ja hier, wie viele andere Märkte verkaufen wollen, 4. Also eigentlich scheinen ja 4 Märkte das zu verkaufen an sich. Feldhase hat vom Ziehbrunnen geklaut. Boah, da hat uns einfach Wasser geklaut. Und wir haben so wenig Wasser, Mensch. Wir haben wenig Milch. Okay, das funktioniert nicht. Ich denke schon, dass eigentlich bis 8 gekauft werden müsste. Und 4 würden auch. Ich kann auch mal auf 4 machen, aber das ist, glaube ich, egal. Nee, das scheint nicht zu gehen. Hm, ja gut, Leute. Dann würde ich sagen, das Spiel hat uns hier an der Stelle limitiert. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es anders machen sollte. So, jetzt kommt die Frage aller Fragen. Hättet ihr Lust, das Ganze hier, wenn es raus ist, das ist ja jetzt die Alpha-Demo, hättet ihr Lust, das Ganze in Natura zu sehen? Also in Let's Play-Form, wenn das Spiel nicht mehr nur in Demo-Format raus ist, sondern tatsächlich released oder Early Access oder was auch immer heutzutage. Hättet ihr da Bock drauf? Ich glaube, ich hätte Lust.
Also ich denke, ich würde gerne mehr davon sehen. Ich hoffe, dass das Handelssystem dann funktioniert oder ich dann zumindest durchblicke, wie es funktioniert. Wenn ich es jetzt falsch gemacht haben sollte. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es gerafft habt. Wenn da wirklich irgendwas von mir jetzt zu doof gemacht worden sollte. Dann schreibt mir das gerne. Ich sehe auch den Julian hier immer wieder hinrennen, aber tja. Passiert nichts. Okay, dann schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, diese Demo, dann gerne Likes da lassen. Bei allen drei Folgen bitte. Und dann hoffentlich vielleicht ja bis zum Let's Play von diesem schönen Circle of Care Spiel. Also dann, bye bye.